müssen wir natürlich auch noch das Dach mit einrechnen. Oh, ist das ein schöner Vogel. Kommt ein bisschen mehr Leben hier rein. Das ist 1, 2, 3. Wie weit ist es jetzt? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann können wir hier wieder eins höher gehen im Grunde. Machen wir hier, dass ich das von unten sehe. Ist da wieder die nächste Stufe drin? Die nächste Stufe. So. Müsste ganz gut ausschauen, ha? Bisschen räuspern. Oder? So, dann haben wir hier das jetzt. Mache ich hier Fenster rein. Hier ein Fenster. Und hier ein Fenster. Da auch nochmal ein Fenster, nein, so ein kleines. Abgeteiltes. Mist, runtergefallen. Ich glaube, da müsste es jetzt schon ein bisschen größer und alles ausschauen. Also gut, recht schmal ist es ja. Müssen wir dann ein paar Betten und sowas hinstellen. So. Das können wir alles noch machen. Dann kommt nämlich erstmal noch ein viel größerer Akt. Und den möchte ich euch heute zumindest in der Aufnahme noch ersparen. Den größeren Akt. Und hier ist dann schön groß. Wenn ich schön mit Glas mache. Ah, ich glaube, ich weiß auch schon, wie ich das da innen mache. Könnte recht aufwendig werden. Also. Zwei. So langsam spawnen hier echt die Gegend ein bisschen voll. Ich finde es schön. Ein bisschen mehr Leben drin als die paar Kühe da, die sonst nur ab und zu mal ein paar Kühe und ein paar Schafe so ein bisschen spawnen. Ein bisschen mehr Leben auf der Landschaft. Gut, wenn ich die Mobs natürlich einschalte, haben wir auch viel, viel mehr Mobs. Aber mir ging es ja mehr darum, weil es ja ein Let's Play. Wir machen ja immer noch hier ein kleines Let's Play. Und das sollte dann schon ein bisschen die Welt wegen schöner ausschauen. Und ein bisschen mehr. Einfach mehr sein. Das hat man nicht so... Ja, hat mir nicht so gefallen. Es war so leblos alles. Es war halt wirklich nur ich baue und baue und baue und nirgends ist sonst noch Leben außer ich. Außer mir. Also, 1, 2, 3. Hier haben wir dann zugebaut. Hey. Ein bisschen Leben ins Minecraft reinkommt.
Kosten hat man wieder. Gut, das kann man ja bis dahin gleich ziehen. Hat man wieder. Eins. Also zwei, drei. War hier gleich die nächste Stufe. War hier die nächste Stufe drin. Das Holz fehlt noch. Ups. Schauen wir mal. Jetzt haben wir hier zwei. Drüben haben wir auch zwei. Gut. Dann hat das schon mal geklappt. Dann haben wir das hier richtig gebaut. Ein frei. Ups. Tummelt sich schon hier viel mehr Leben. Ui, ich bin runtergefallen. Tummelt sich hier viel, viel mehr Leben und es ist auch schon schön. Nicht mehr so leblos. Überall. Also der Mod, den kann ich nur empfehlen, der gefällt mir sehr. Der gefällt mir echt sehr und dadurch empfehle ich ihn. Holt euch diesen Mod. Der ist schön. Jetzt bin ich auf der gleichen Höhe. Was mache ich hier? Da springe ich mal wieder runter. Hier noch eins weiter. Und hier drüben auch eins weiter. Genau. So mache ich das jetzt. Hier mache ich. Mal gucken, wie habe ich hier unten gemacht. Aha. Muss ich so. So muss ich es machen. Ich glaube, das wird ein schöner Dorfeingang. Es müsste ein schöner Dorfeingang werden. Hier auch nochmal eins daher. Doch, das wird schon schöner. So. Jetzt habe ich natürlich wieder den so. Ja, das ist nicht schlimm. Na komm. Oh, die Grillen. Hört ihr die Grillen? Die sind auch neu. Bloß keine Axt nehmen. Ihr wisst ja, was mir das letzte Mal mit der Axt passiert ist. Da kann ich die Axt nehmen. Ist noch nicht die Mitte, oder? Gehen wir mal runter. Ne, ist noch lange nicht die Mitte. Aber wir haben noch ein bisschen Platz. Oh, die Grillen. Oh, ist das schön. Huhn? Was macht ein Huhn da? Wieso Huhn da sein? Ach nee, wir müssen ja hier ran. Jetzt kann ich das abreißen. Warum war da ein Huhn? Hier hüpfe ich mal wieder runter. Und zack, zack. Ich glaube, dann schaut der Dorfeingang ganz gut aus. Dann schaut der schon ganz gut aus.
Mache ich so, dann kann ich wenigstens die Axt benutzen. Yay, dann haben... Nein! Haben wir unseren Dorfeingang jetzt auch ausgehübscht. Oh, die Vögel. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Mod doch so viel hinzufügt. Ja, es hat jetzt ein bisschen was Prächtigeres, ein bisschen größer, krasser. Aber die da oben, die hier da oben. Hallo Mufu. Ach, da geht's gar nicht rein. Da geht's ja gar nicht rauf. Wir haben hier nur auf der einen Seite eine Treppe, stimmt ja. Kann ich natürlich da keine Fackeln hinsetzen, weil ich ja da die Glasscheiben hin tue. Sehe ich hier eine Fackel hin? Hier eine Fackel. Ist gut genug beleuchtet. Aber das gefällt mir hier ja mal gar nicht. Das machen wir so. Oder? Machen wir das so? Und hier mache ich. Lass ich den, lass ich den. Aber hier mache ich auch wieder. Bloß kein Holz abreißen. Timbermod nicht vergessen, Alex. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Dann laufen wir mal schnell zurück. Holen noch das Glas. Machen das hier fertig. Diesmal kürzen wir aber ab. Nicht wieder über den ganzen Weg. Dauert zu lang. Durch den More Creatures Mod da spawnen dann jetzt halt auch viel öfter Kühe und Schafe und so mal in der Gegend. Hier hinten sind auch wieder Kühe gespawnt. Ist auch ganz cool. So, dann laufen wir mal weiter. Holen das Glas. Und dann mache ich mal ein kleines Päuschen. So ein klitzekleines Päuschen mache ich mal. Schmeißen zuvor mal hier wieder alles rein. Zack, zack, zack. Hier kann ich ja die. So, das eine Teil schmelze ich bestimmt nicht ein. Federn. Und Glasscheiben. Nehmen wir mal mit. Werden wir brauchen. Und zurück. Mal schauen, wie schnell wir sind. Ich stoppe die Zeit. Hüpf, hüpf. Ich renne auch. Ich beeile mich auch. Ganz schnell. Ich beeile mich. 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 Irgendwie spawnen ein bisschen viel hier. Ah, jetzt schaut das Ding schon ein bisschen gewaltiger aus. Schaut es schon ein bisschen gewaltiger aus, das ist gut.
einräumen müssen wir es halt erst noch. Von unten dann nicht, dass es ein Eckfenster ist, sondern es ist, als ob das so steht. Aber man kann nicht rausfallen oder so. Nur von hier innen sieht man es ein bisschen. Hm? Ein Pferd! Seht ihr, wir haben auch ohne. Ohne ist 1,6 Pferde. Draußen gebaut. Es ist ja alles hier auf der Ebene. Ist ja alles hier auf dem. Haben wir schon unsere ganzen Glasscheiben verblasen? Wir haben schon unsere ganzen Glasscheiben verblasen. So. Haben wir jetzt noch eine Ebene? Noch nur eine Reihe? Oder wir lassen einfach die Glasscheiben so einreihig unten. Wir lassen auch die Glasscheiben einreihig unten. Ja, wir lassen das so. Wir lassen das auf jeden Fall so. Dann schaut es so aus, als ob da so ein Zaun ist. Oder halt so wie ein kleines, wie heißt es denn? Wie ein Balkon zum Beispiel. So ein Geländer. Genau. Ob das so ein Geländer ist, schaut es dann aus. Vielleicht mache ich oben noch so. Ich lasse mal so, oder? Oh, da oben brauche ich noch die Glasscheiben. Nachdem wir jetzt halt sehr viele einfach gemacht haben und verbraucht haben, ohne irgendetwas einfach verballert haben.